Unsere Polizeikräfte in Bund und Ländern sind seit Jahrzehnten der erklärte Gegner der Feinde unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Unzufriedene und aggressive Migranten sind das Resultat einer gescheiterten Integrationspolitik. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, ich schwöre Treue dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland und der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalz, gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten, so wahr mir Gott helfe. So leistet jeder Polizist in Rheinland-Pfalz seinen Amtseid auf Grundgesetz und Landesverfassung. Alleine schon aufgrund dieses Eides haben unsere Polizeibeamten einen Anspruch auf einen gehörigen Vertrauensvorschuss verdient, meine Damen und Herren. Aber das ist nicht durchgehend der Fall. Warum ist das so? Unsere Polizeikräfte in Bund und Ländern sind seit Jahrzehnten der erklärte Gegner der Feinde unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Wer unvoreingenommen die Entwicklung des sogenannten Antifaschismus beobachtet, muss erkennen, dass dessen Streben nach Zersetzung und Zerstörung gesellschaftlicher und staatlicher Strukturen zunehmend an Fahrt aufnimmt. Dabei bedient sich dieser Linksextremismus emotionaler Themen, die durch Medien und linksgrüne Politiker an den Realitäten vorbei moralisch aufgeladen werden. Klimaschutz, Massenmigration, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und der omnipräsente Kampf gegen Rechts, alles Themen, deren sich Linke und Linksextremisten gleichermaßen bedienen, um das demokratische Gleichgewicht zu ihren Gunsten zu verschieben. So kam der bedauernswerte Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten im Mai diesen Jahres gerade wie gerufen, um in der Stille der Corona-Isolation ein instrumentalisierbares Thema für Politik und Medien zu emotionalisieren. Und obwohl in den USA eine gänzlich andere Situation hinsichtlich Polizei, Polizeiausbildung und Polizeigewalt vorherrscht, wurden die unbegründeten Vorwürfe von Willkür, Gewalt und Rassismus völlig unreflektiert auf unsere Polizei übertragen. Polizisten auf der ganzen Welt gingen in Gesten der Demut unterwürfig vor Menschen auf die Knie, die ihnen gegenüber nach Recht und Verfassung gleichgestellt sind. Der moralische Druck, der durch die von Extremisten unterwanderte Black Lives Matters Bewegung mit Politik, Polizei und Gesellschaft ausgeübt wurden, verleitete insbesondere Politiker des linken Spektrums dazu, ihre Ideologie auszuleben und Zugeständnisse und Aussagen zu tätigen, die eher nach Anbiederung an die Antifa als nach der Verteidigung unserer gedemütigten Polizeikräfte klangen. Die SPD-Vorsitzende Esken unterstellte unserer Polizei gar generell einen latenten Rassismus. Das Berliner Abgeordnetenhaus verabschiedete im Juli ein Antidiskriminierungsgesetz, mit dem sie erst einmal alle Polizisten diskriminierte, weil diese jetzt belegen mussten, dass sie nicht aus rassistischen Gründen eine Person kontrolliert haben. Eine maximale Demütigung und eine in Gesetz gegossene Beleidigung, die gleichzeitig ein Ausdruck von strukturellem Misstrauen darstellt. Nach den massiven Krawallen in Stuttgart und Frankfurt durch die migrantischen Party- und Eventszene forderte Ministerpräsidentin Dreyer gar nicht etwa den Schutz unserer Bürger gegen diesen Mob und den Einsatz der ganzen Härte des Rechtsstaats, so wie es vermutlich bei jedem vermeintlich Rechten sofort tun würde. Nein, sie propagierte eine Strategie der Deeskalation. Mit anderen Worten, eine Strategie des Zurückweichens und Platzmachens. Nach der ersten Großlage in Ingelheim vor 2 Wochen folgte man schon fast bereitwillig der tendenziösen Verleumdungsberichterstattung gegen unsere Polizei. Die Abgeordnete Schellhammer übte sich sogar als Advocatus Diaboli, als sie den Linksextremisten Hilfestellung zur Denunziation unserer Polizei gab und im Innenausschuss Rechenschaft von Innenminister Lebens verlangte, obwohl, meine Damen und Herren, der tatsächliche Sachverhalt noch gar nicht geklärt war. Die Bundespolizei hat heute Morgen einen aufschlussreichen Bericht vorgelegt, der den infamen Verleumdungen gegen die Polizei klar und offen widerlegt. Ich bin gespannt, wie Sie, Herr Baldauf, eine Koalition mit dieser Truppe, Ihren Mitgliedern und Wählern erklären wollen. Die Kernfragen aber sind: Haben wir wirklich ein strukturelles Rassismusproblem bei der Polizei? Haben wir gar Defizite in der Ausbildung unserer Polizisten oder haben wir die falschen Auswahlkriterien für Polizeianwärter?
Ich bin der festen Überzeugung, dass keine der drei gestellten Fragen wirklich mit Ja zu beantworten wäre. Unsere Polizei ist gut ausgebildet und steht als Bürgerpolizei mit beiden Beinen auf dem Boden von Verfassung und Grundgesetz. Mehr in der zweiten Runde. Dankeschön. Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, Herr Minister, ich bedanke mich für das klare und eindeutige Bekenntnis zu unserer Polizei. Das war die Absicht dieser Debatte. Frau Schellhammer, ich lasse mir von einer Linksextremistin nicht nach 38 Dienstjahren treu diesem Staat gedient, nicht Verfassungstreue in Frage stellen. Interessant finde ich auch, dass für die SPD der Herr Gut spricht, obwohl der polizeipolitische Sprecher und der Vorsitzende des Innenausschusses hier sitzen und dazu offensichtlich nichts sagen wollten, weil es ihnen zu heikel war. Nein. Ich gebe Ihnen drei Worte. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Seit 5 Jahren wird die deutsche Bevölkerung von Politik und von den Medien verschaukelt. Nebelkerzen werden gezündet, Rassismus und Nazikeulen geschwungen und fanatisch der Kampf gegen den Klimawandel und gegen rechts propagiert. Meine Damen und Herren, Ihre Politik der vergangenen Jahre hat eine ganze Generation von Extremisten und Gegnern unserer Kultur und unserer Gesellschaft herangezüchtet. Eine Generation, die sich nun im Kräftemessen mit der Staatsgewalt übt und dennoch keine harte Gegenwehr erfährt. Unzufriedene und aggressive Migranten sind das Resultat einer gescheiterten Integrationspolitik. Selbstbewusste und überaggressive Linksextremisten die Konsequenz einer auf dem linken Augen blinden Landes- und Bundespolitik. Und die Fakten geben uns recht. Es sind eben nicht Rechte, die der Polizei Flaschen ins Gesicht drücken und Innenstädte verwüsten, sondern ihre verhätschelten Zöglinge und missratenen Gäste, meine Damen und Herren. Diese Wahrheit müssen Sie sich anhören. Und im 5-Jahres-Rückblick sage ich Ihnen, Sie haben es eben nicht geschafft. Und wir werden es auch nicht mehr schaffen, da Sie es versäumt haben und weiterhin versäumen wollen, diese Leute in ihren Grenzen aufzuzeigen. Die Polizei badet nun die Folgen ihrer politischen Versagens aus und wird dafür auch noch an den Pranger gestellt und gedemütigt. Sie hingegen üben sich in moralischer Überlegenheit und suchen den Schuldigen überall, nur nicht bei sich selbst. Ihre Redezeit ist zu Ende, Herr Jung. Am liebsten suchen Sie ihn natürlich bei uns, aber dafür gibt es keine Möglichkeiten. Letzter Satz, Frau Präsidentin, ich bin ja auch unterbrochen worden. Ihre Redezeit ist zu Ende, Herr Fraktionsvorsitzender. Sie können gegen uns hetzen und uns verleumden, so viel Sie wollen, aber stützen Sie jene, die auch für Sie den Kopf hinhalten. Herr Fraktionsvorsitzender Jung, unsere Polizisten schützen auch Sie. Parlamentarischen Danke, Polizei. Brauch.